Hallo, so, da bin ich nochmal. Ich habe gerade ein kleines Zeitfenster hat sich geöffnet und da wollte ich die Zeit gleich mal nutzen und euch noch etwas Hilfreiches erzählen. So, und zwar wollte ich euch heute erzählen, warum Dr. Hauschka. Er hat schon total viele Produkte gesehen und ich werde euch auch in Zukunft noch welche zeigen, vorstellen, meine Gedanken dazu äußern und ich behaupte, Dr. Hauschka ist gerade in der Kosmetik nicht eingängig, aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein paar Gedanken wert. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kannte die Firma vorher auch noch nicht so wirklich, nur so vom Hören ab und zu mal. Aber ja, auch nicht besonders. Und ich habe die einfach mal angeschrieben, ob die mir vielleicht irgendwie was schicken würden oder so, damit ich das für euch ausprobieren kann. Und dann waren die damit einverstanden und haben mir auch was geschickt. Und die Sachen stelle ich euch dann immer vor. Und also dann habe ich mal geguckt, was das überhaupt so ist, was ich euch da zeige, weil ich euch bestimmt nichts zeigen würde, was ich selber nicht mögen würde oder ja, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, denn wenn ich etwas nicht empfehle, dann schminke ich mich damit auch nicht. Und ich weiß nicht, also vielleicht zeige ich euch Sachen, die ich mal gekauft habe, die ich nicht ganz so toll fand, damit ihr selber gucken könnt, so wie die Farben ist, wie die Textur ist, bla. Aber ich habe mich dann mehr mit Dr. Oschka beschäftigt, weil ich da auch mit ganzem Gewissen dahinter stehen wollte. Und ich habe wirklich Abende auf dieser Homepage verbracht und ich war immer begeisterter von diesem riesigen, von dieser Welt, die sich da eröffnet hat. Also erstmal möchte ich anmerken, dass es da sind Heilpflanzen ganz viel mit bei und alles ist ganz natürlich und auf Chemie wird halbwegs verzichtet, also so ohne Konservierungsstoffe und ohne Tierversuche und sowieso alles zurück zur Natur, was ich eigentlich total toll finde, weil Chemie, sich pure Chemie ins Gesicht schmieren, ich meine, dieses ganze DNA-Zeug und so, das bringt sowieso nichts, das ist absoluter Schwachsinn, das kommt gar nicht so tief in die Haut rein, als dass es irgendwas bringen könnte. Und ehrlich, es ätzt mich auch total an, hilft Kollagen in der Haut aufzubauen. Also ich studiere Medizin, ich hatte einen Zellbiologiekurs und Leute, diese Creme kommt nicht in euer Bindegewebe, als dass ihr da irgendetwas dran ändern könnte. Es gibt keine Cremes, die euer Kollagen dazu bringen, sich aufzubauen. Und diese ganze Marketing-Sache mag ich einfach nicht, die mochte ich nicht so gerne. Und zurück zu Dr. Hauschka, was ich euch eigentlich sagen wollte. Mit diesen Pflanzen und so, das finde ich total toll. Die haben einen eigenen Walagarten, wo die Sachen anbauen. Ihr könnt das sehen unter der Homepage bei Qualität, da gucke ich auch gerade. Dann gibt es Anbauprojekte und es gibt eine Pflanze des Monats, die immer vorgestellt wird, komplett mit Beschreibung, wo die herkommt, für was die gebraucht wird. Ein Pflanzenarchiv, wo ihr alles Mögliche nachgucken könnt. Enzian, Majoran, Quecke, Salbei, Weißdorn, das ist unglaublich. Und dann gibt es noch Fachliteraturverweise und also so viel zu den Pflanzen und den Inhaltsstoffen. Ich finde, die Produkte haben schon einen Eigengeruch, das stimmt schon, es riecht so ein bisschen nach Kräutergarten, was ich nicht schlecht finde. Am Anfang musste ich mich schon so dran gewöhnen, weil das einfach ungewohnt war. Ich war einfach zugeballert mit dem, was so die Kosmetikindustrie einem so gibt. Aber ich weiß nicht, wir haben komplett verlernt, wie Kräuter riechen, wie die Natur allgemein riecht. Das wissen wir heutzutage schon gar nicht mehr. Und das ist total, ich weiß nicht, traurig so. Also ja. Dann die Website ist riesig. Unter Service könnt ihr die Broschüren runterladen. Und da gibt es auch Besichtigungen, wann man eine Gartenführung kriegt und dann kann man auch Kosmetik vorgeführt bekommen, zum Beispiel Körperpflege, Gesichtspflege, da gibt es Termine. Da kann man sich auch anmelden und dann dahin gehen. Es gibt auch Hotels und Spas mit Naturkosmetikerinnen, die einen dann auch so behandeln. Und da kann man auch herausfinden, wo dann die nächste Kosmetikerin ist. Und Händlersuche kann man da sowieso machen. Dann kriegt man eine ganze Liste, wo Dr. Hauschka verkauft wird in der jeweiligen Stadt. Und ja, also es gibt sogar ganze Department Stores, wie ich gerade sehe, in Berlin, Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart. Also da gibt es, ich behaupte, nahezu alles, was da kosmetiktechnisch überhaupt gemacht wird. Und ich glaube, die
Die Pflegeserie auch. Ja. Dann gibt es noch extra Kosmetikbehandlung, ist dann aufgeführt, was es alles an Kosmetikbehandlung gibt. Also ehrlich, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich da unglaublich gerne mal hingehen. Ja, unter Pflege und Haut, also ich gehe jetzt von rechts nach links, wie ihr vielleicht seht. Keine Ahnung, ihr könnt dann nachher auch nochmal gucken. Allgemein, die ganze Homepage, wie die aufgebaut ist, diese Bilder, das ist so, ich weiß nicht, das ist total artistisch und es kommt diese ganze Pflege total rüber. Ich habe gleich Lust, mich in so eine Badewanne zu setzen und zu chillen. Das ist, ich weiß nicht, ich bin total begeistert. Das ist alles so. Ich finde das passende Wort dafür nicht. Ich finde es toll. Das Herz der Dr. Hauschka Kosmetik liegt im Rhythmus. Also, das müsst ihr euch einfach durchlesen. Das werde ich euch jetzt nicht großartig erzählen, aber. Ja, aber sowieso ist. Ja, Entschuldigung. Sowieso ist da ganz viel Historisches dabei. Also, wenn ihr zum Beispiel auf die Produkte klickt und dann auf dekorative Kosmetik, dann steht da gleich. Rudolf Hauschka freute sich jedes Mal, wenn ich mit Lippenstift in die Vala kam. Wenn die heute 93-jährige, immer vollendet zurechtgemachte Elisabeth Siegmund diese Geschichte erzählt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Also, ich weiß nicht, das Ganze ist wie so eine große, riesige, knuddelige Familie, die auch irgendwie Wertvorstellungen hat. Also, das ist nicht nur, yeah, schmiert euch euren Mascara drauf und ihr macht alle möglichen Männer an. Hier geht es um etwas, das ist wirklich, da ist ein Konzept dahinter, da sind Gedanken drin und Ideen und dann von der Qualität will ich gar nicht erst anfangen. Leute, also diese Lippenstifte, ehrlich, ich war total weggepustet. Ich sage euch das ganz ehrlich, also ich habe schon viele Sachen ausprobiert, auch super teure Sachen, Dior, Chanel, Lancôme, bla bla blub. Und ich würde euch jetzt auch nicht für Dr. Hauschka erzählen, wie toll Dr. Hauschka ist, wenn ich es nicht wirklich denken würde. Also die Lippenstifte sind wirklich super weich, das habe ich euch auch schon alles erzählt, was da alles drin ist. Und die Lidschatten, ich habe gestern erst einen, ich kann euch das auch gleich mal zeigen, ich hätte nicht gedacht, dass Naturkosmetik so pigmentiert sein kann und so weich und die Textur. Ihr müsst es einfach ausprobieren. Wenn es zu euch passt, dann gratuliere ich euch, weil das ganz toll ist. Wenn ihr es nicht so toll findet, dann schlägt euch auch keiner. Also. Aber ich weiß nicht, ich finde, es ist ein paar Gedanken wert und ein paar Glubscher wert. Ich wollte euch den Lilanen zeigen. Ich hätte niemals gedacht, dass der irgendwie großartig pigmentiert sein könnte. Guckt euch das an. Also ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich habe es da. Und der schimmert auch ganz leicht. Ich kann euch den Braun dann auch gleich mal zeigen. Also ich war wirklich erstaunt. Ehrlich, ehrlich erstaunt. Man sieht das auf der Kamera jetzt nicht so gut. Wo ist mein brauner Lidschatten? 04. Da. Das ist der braune. Ich habe auch kaum noch Zeit, das ist so traurig. Aber ja, wie gesagt, da. Also, ich hatte mega Vorurteile. Bla, Naturkosmetik, ist bestimmt nicht so, bam, wie man es haben will. Aber guckt euch das an. Also, ich finde es, da, ich finde, es ist der Hammer. Also ich bin selber voll überrascht gewesen und erstaunt. Ich habe mir die ganze Website reingezogen. Natürlich muss man sagen, am Ende ist alles auch eine Sache von, wie man sich präsentiert. Aber ganz ehrlich, ich finde das so heimisch und